Tag, Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klapsons TV. Was erwartet euch? Tja, Jahresende, also würde ich sagen, so ein kleines Ranking. Top 5 der besten EDM-Songs und Top 5 der schlechtesten EDM-Songs. Dann haben wir ein kleines Special zu Weihnachten und jede Menge Neuvorstellungen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter rumquatschen, Chris, Intro. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu und da stellt man sich wie jedes Jahr auch die Frage, was ging 2014 eigentlich so ab? Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und jeweils die Top 5 der besten EDM-Songs sowie nervigsten EDM-Songs zusammengestellt. Kurze Anmerkung, liebe Freunde, EDM, das bedeutet Electronic Dance Music. Das ist nicht unbedingt so typisches Destruction-Tier-Kick-Thema à la Dimitri Vegas Like Mike, sondern auch House, Trance, Trap und alles, was so dazugehört, halt elektronisch. Dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir einfach mal mit den Top 5 der besten EDM-Songs 2014 an. Und auch nochmal kurz nebenbei, Leute, das ist unsere eigene Selektion. Wenn ihr natürlich das ein bisschen anders seht, gar kein Problem, schreibt uns das am besten unten in die Kommentare. Auf Platz 5 finden wir den jungen Oliver Heldens mit seiner Erfolgssingle Gecko. Ein Megatrack, der nicht nur von coolen Hausern gespielt wurde, sondern selbst vom prolligen EDM-DJ. Unserer Meinung nach richtig geiler Track und deswegen Platz 5 in unserem Top 5. Mit 2 Nummer 1 Singles in Deutschland gehört Robin Schulz zu einem der Überflieger dieses Jahres. Da ist es nicht verwunderlich, dass Prayer NC es in unser Top 5 Ranking geschafft hat. Deswegen unser Platz 4, Robin Schulz Mix zur Prayer NC. Yeah, das Jahr 2014 war eh ein bisschen mehr groovy ausgelegt und wenn das an irgendeinem Track lag, dann wohl an Changes von Fall und What At. Kindergesang kommt immer gut und das gute alte Saxophon durfte 2014 eh nicht fehlen. Fertig war der Überhit und unser Platz 3. Calvin Harris gehört nicht nur zu einem der bestbezahltesten DJs der Welt, nein, denn er ist auch einer der meistgefragtesten Produzenten. Neben seinen Auftragsproduktionen ist der Schotte aber auch solo sehr erfolgreich, wie mit seiner Single Summer. Auf keinem Festival der Welt dürfte das Ding fehlen und deswegen bei uns Platz Nummer 2. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now. Und wer ist auf unserer Nummer 1? Watermelt mit Bullet. Mann, 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 was eine Waffe. Bei dem Track fehlen mir eigentlich sämtliche Wörter, weil einfach Hammer. Einfach ein Hammer-Track und deswegen auch zu Recht unsere Nummer 1. Aber das Jahr hatte nicht nur Knallernummern, sondern auch sehr nervige Titel. 5 davon haben wir für euch einfach mal zusammengestellt. Auf Platz 5, Tomorrowland.
Tomorrow was? Darunter verstehen wir hauptsächlich Festival-Tracks, die aber auch in kleinen sowie mittelgroßen Clubs laufen. Aushängeschild ist neben Dimitri Vegas und Like Mike auch Martin Garrix. Komm, wir nehmen am besten gleich mal alle zusammen und ihren Track Tremor und damit unser Platz 5 der nervigsten EDM-Songs 2014. Dazu muss man aber auch sagen, dass der Musikwunsch, spielst du mal Tomorrowland, definitiv Platz 5 in den nervigsten Musikwünschen überhaupt ist. Auf Platz 4 finden wir die Swedish House Mafia mit Don't You Worry Child. Okay, okay, versteht mich da bitte nicht falsch. Der Song ist mega, gar keine Frage. Aber wie lange denn noch? Mittlerweile ist der Gänsehauteffekt des Tracks auch einfach verloren gegangen. Oder wie seht ihr das? Sagt ihr das? Nö, also ich finde geil, oder was? Na gut, vielleicht seht ihr das ja anders. Auf jeden Fall belegt der Track unser Platz 4 der Bad EDM Songs 2014. Platz 3 wird vom Franzosen Klingande eingenommen. Jubel war sein internationaler Durchbruch und sorgte monatelang für einen richtig guten Vibe. Bis dieses Saxophon einen nur noch auf den Sack ging. Nerv. Deswegen unser Platz 3, Klingande mit Jubel. But first, so let me take you. Halt die Fresse! Nein! Ich will kein Selfie mehr machen! Nein! Auch dieser Melbourne Afro Jack Quietsch Sound geht gar nicht mehr! Ist vorbei! Denn seien wir mal ehrlich, nach einer ganzen Weile geht das Ding einen so auf den Sack. Wie Ratten, die hier überall rumlaufen. Deswegen unser Platz 2, The Chainsmokers mit Selfie. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Und kommen wir nun zu Platz 1, der wohl beschissenste EDM-Track 2014, der nervigste und der sinnloseste überhaupt, Oliver Pocher mit This is EDM. Mann, 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 Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Warum? Warum? Ich meine, gibt es einen Grund dafür? Wollt ihr uns einfach ärgern oder ist das einfach nur... Weiß ich nicht. Warum? Super schlecht abgerippt und einfach nur mega nervig. Ohne Wenn und Aber, unser persönlicher nervigste Track 2014, Oliver Pocher mit This is EDM. Gesagt, Leute, das war unser persönliches Ranking von den Top 5 der besten sowie Top 5 der nervigsten EDM-Tracks 2014. Aber das kann bei euch ja auch anders aussehen. Vielleicht sagt ihr ja, also ich habe die alle in meiner Spotify-Liste, ich höre die rauf und runter. Kein Problem. Dann schreib uns einfach mal deine Best Top 5 oder deine miesesten Top 5 unten in die Kommentare. Und mal sehen, vielleicht belehrst du uns ja eines Besseren. Ach ja, die Weihnachtszeit ist voll im Gange und neben den ganzen Besinnlichen gibt es auch viel Stress. Geschenke kaufen, dekorieren, Weihnachtslieder singen und. Unsere Gila war mal für euch im Halo unterwegs und hat die Gäste einfach mal gefragt, was denen denn so an Weihnachten gefällt oder gar stinkt. Dabei rausgekommen ist eine witzige Umfrage, die wir euch einfach nicht vorenthalten können. Bitteschön. 10 Jahre Halo Clubbing hier in der großen Freiheit. Die Jungs und Derns haben ein richtig geiles Partypaket geschnürt. Jede Menge DJs hier am Start. Und ich würde sagen, die 2,1 Promille, die erreichen wir heute selbstverständlich nicht. Wir haben Vorbildfunktion. Wir werden natürlich heute nichts trinken, aber wir gucken uns hier eine Runde um.
geht ab. Was nervt dich ganz besonders an Weihnachten? Die Frage kenne ich irgendwo. was soll denn nerven? Es ist schöne Zeit, man ist mit der Familie zusammen, alles gut. Okay, und wenn du den lame Button jetzt einmal wieder ausschaltest, was nervt dich dann an Weihnachten? Ich glaube, die Weihnachtslieder. Von der Euphorie zu den nervigen Dingen, was nervt dich so richtig an Weihnachten? An Weihnachten? Ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde die Stimmung total geil. Also ich habe echt kein Problem damit. Natürlich, manchmal ist es zu voll in der Stadt, aber ansonsten... Was ist dann das Geilste an Weihnachten? Der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt? Definitiv der Weihnachtsmarkt. Was sind die nervigsten Dinge an Weihnachten für dich? Das Geschenke kaufen. Ja. Okay, ist jetzt ein bisschen lame. Hast du noch ein bisschen was anderes auf Lager? Die Weihnachtsmusik, die schon Anfang Dezember beginnt. Welche denn zum Beispiel? Last Christmas zum Beispiel. Von wem ist Last Christmas? Von Ram. Okay. Okay. Das war's schon? Die fünf nervigsten Dinge, dir fallen zwei ein. An Weihnachten? Ja. Oder? Die Weihnachtsmusik und das Geschenke kaufen? Das ist schon ein hoher Nervfaktor. Hi, wie heißt du? Ole. Ole. Ole, bist du richtig cool drauf heute? Ja. Okay, kannst du das auch ein bisschen zeigen? Okay, Mann, okay. Was sind für dich die nervigsten Dinge an Weihnachten? Dass man allen Menschen Geschenke kaufen muss, die sie glücklich machen. Das ist das Nervigste. Noch irgendwas Nerviges? Tannenbaum schmücken. Tannenbaum schmücken nervt extrem. Was nervt dich am meisten an Weihnachten? Geschenke. Okay, warum? Man kann sie auspacken. Was? Die Frauen. Die Frauen? Warum das denn jetzt auf einmal? Weil sie eingepackt sind. Schokolade auf jeden Fall. Warum das denn? Das macht einfach dick. Man sagt sich immer, man soll nicht zu viel essen und es macht trotzdem fit. Und das alle auf heile Welten machen, auch wenn es manchmal nicht so ist. Wer bist du denn? Federico, moin. Was machst du hier? Feiern gehen. Wie schon seit lange nicht mehr heute wohl. Hoffentlich. Auch nüchtern. Ich bin Fahrer heute Abend. Du bist Vater geworden? Fahrer. Oh. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Und wenn dann nicht. Ich dachte so, ey, was bist du denn für eine Sau, ey? Gerade Vater geworden, ey. Erstmal ins Saufen gehen. Was nervt dich so richtig an Weihnachten? Gar nicht, ich liebe Weihnachten. Die Uni momentan und Weihnachtsstress. Was findest du besonders geil an Weihnachten? Events, keine Ahnung, Partys. Aber auch Familie natürlich, dass man mit der Familie zusammensitzt. Die wichtigste Frage, was trinkst du gerade? Wodka pur. Was? Wasser. Ach, Wasser. Warte mal. Okay, ich kann es bestätigen, total alkoholfrei. Was sind die nervigsten Dinge für dich an Weihnachten? Warte mal. Die nervigsten Dinge an Weihnachten. Die Ärger haben wollen. Nochmal was? Die Ärger haben wollen. Die Ärger haben wollen. Okay, gibt's noch irgendwas Nerviges so? Zu voll manchmal, aber letztes Mal ging das noch. Okay. So, wie heißt du denn, mein Lieber? Tobi. Tobi, du hast ein Ralph Lauren Hemd an. Ja, kann ich auch nichts für. Was ist die Begründung dafür? Geld. Oh, Scheiße. Cut, cut, cut. Hast du einen nervigen Weihnachtssong? Ich glaube, den hat jeder. Der ist von Wham. Last Christmas. Oh yeah. Was trinkst du da gerade? Warte mal. Ich weiß, was ich trinke. Ja, was hat mir zu lange gedauert? Wodka, schwarze Dose. Oh, fuck, das schmeckt doch. Das schmeckt. Uiuiui. Wieso haben alle so komische Klamotten hier an? Du kommst jetzt hier mit Camp David um die Ecke. Ja, war spontan. Wir wollten nur Cocktails trinken in Timmendorf und danach spontan hier. Okay, kann ich verstehen. Was sind die fünf nervigsten Dinge an Weihnachten? Pärchenscheiße, Pärchenscheiße, Pärchenscheiße. Okay, was trinkst du da heute? Gin Tonic. Gin Tonic, warte. Ja, kann ich bestätigen. Okay, aber wir wollen uns hier heute nicht betrinken. Wir sind heute Vorbild, das ist dir klar. Stimmt, auf jeden Fall. Aber ich trinke gerne Alkohol, wenn ich feiern gehe. Pärchenscheiße, Pärchenscheiße, Pärchenscheiße. Was nervt dich so richtig an Weihnachten? An Weihnachten?
dass man so viele Geschenke kaufen muss. Das ist schon scheiße, oder? Scheiße nicht, aber teuer. Was hast du nur so gekauft bis jetzt? Noch gar nichts. Geschenke kaufen gehen, in Hamburg auf jeden Fall. Die City ist voll. Familie besuchen. Pärchenscheiße? Bist du gerade frisch Single oder so? Nö, schon länger, aber Pärchenscheiße. Klingt ein bisschen nach Frust. Nee, eigentlich nicht. Aber mir fällt nichts anderes ein. Ach so, okay. Was ist dein nervigster, der nervigste Weihnachtssong? Ich höre eigentlich gar kein Radio, deswegen weiß ich das gar nicht. Ich hasse Radio. Ich höre nur Internetradio. Welches Radio hörst du denn? Five Radio natürlich. Okay, alles klar, Mann. Was nervt dich am meisten an Weihnachten? Der Stress. Was stresst dich denn so ganz konkret? Pärchenscheiße, Pärchenscheiße, Pärchenscheiße. Naja, also wenn du eine Therapiestunde brauchst, komm später nochmal zu mir. Das kriegen wir schon hin, mein Lieber. Alles gut, immer Daumen hoch. Was ist das schrecklichste Weihnachtslied? Last Christmas. Von? Von Wham. Okay. Alles klar, ich danke dir herzlich. Viel Spaß, Adam. Dankeschön. So, Klappe zu, Affe tot. Au. Also ich muss ja sagen, mir gefällt Weihnachten total. Na gut, ich muss auch sagen, das Wetter könnte ein bisschen besser mitspielen. Ne? Mich würde jetzt mal interessieren, wie ihr das aber so seht. Schreibt eure Meinung über Weihnachten unten einfach mal in die Kommentare und wir verlosen, weil ja Weihnachten ist, unter den originellsten eine Club Sounds CD. After Hour Volume 5 ist da. Auf zwei CDs findet ihr insgesamt 35 der angesagtesten Deep- und Tech-House-Tracks. Mit dabei sind Tracks von Watermat, Sue, Tube und Berger, Alle Farben und Fall. Auch für die digitalen Sammler unter euch gibt es eine kleine Überraschung. Diesmal hat sich Nico Pusch dazu bereit erklärt, den DJ-Mix zur neuen After-Hour-CD beizusteuern. Deep- und Tech-House-Freunde unter euch können also bei der neuen After-Hour-CD bedenkenlos zugreifen. Noch nicht überzeugt? Kein Problem, hier für euch ein kleiner Ausschnitt zur neuen After-Hour-Compilation. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways back home. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways back home. Das Warten hat bald ein Ende. Denn pünktlich zu seiner neuen Welttournee bringt der Number One DJ in the World, Hardwell, sein erstes Studioalbum auf den Markt. United We Are. Nachdem viele spekuliert haben, scheint das Tracklisting auch nun komplett festzustehen. Das 14 Titel umfassende Album ist, wie nicht anders zu erwarten, vollgepackt mit jeder Menge großen Stars. So finden sich also auf dem neuen Album Namen wieder wie zum Beispiel Jason Derulo, Tiesto, W&W, Fatman Scoop, Headhunters und nicht zuletzt Mr. Props, um nur einige zu nennen. Anhand der bereits ausgekoppelten Single Young Again und einigen Hörbeispielen können wir uns auf ein richtig geiles EDM-Album freuen. Einige Kritiker meinten ja schon, dass Hardwell seinen Sound ein wenig verloren hätte. Naja, sind wir mal gespannt auf das Album. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und Release Date ist der 23.01. Und für alle Hardwell-Fans und Nicht-Hardwell-Fans, die es vielleicht noch werden wollen, hier für euch schon mal ein kleiner Ausschnitt zu seinem neuen Album. Nachdem die letzte Single Hex vom lockigen Australier Tommy Trash nicht allzu lang zurückliegt, erscheint pünktlich zum Jahresanfang seine neue Kooperation zusammen mit Burns, About You. Soundmäßig lässt das Ding ein paar Überraschungen offen, denn das Teil kommt in den typischen EDM-Sägezahn-Lead-Sound-Gewand um die Ecke. Allein der Vocal Break sorgt für Abwechslung und Wiedererkennung. Was bei dieser Nummer nun genau der Part des Kollegen Burns gewesen ist, na, frage ich mich bis heute. Vielleicht habt ihr eine Idee und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Release Date ist am 5.01. auf Spinning Records und hier für euch ein kleiner Ausschnitt zur neuen Tommy Trash Song.
Ebenfalls aus Spinnen Records hat sich die House-Fraktion Chocolate Puma mit dem EDM-Act Firebeats zusammengetan. Herausgekommen ist ein Future House-Track mit der typischen Garage-Bassline, hausiger Piano-Hook und einprägigen Vocal-Sample. Die Nummer macht einfach gute Laune und hat es auf Anhieb auf Platz 1 in den Beatport-Charts geschafft. Aber wisst ihr was? Hört am besten einfach mal selber rein. Hier für euch ein kleiner Ausschnitt. Der schwedische DJ und Produzent Axel Hedfors alias Axwell gehört mit zu der Elite der DJ-Szene. Alles, was der Mann anfasst, wird quasi zu Gold. Egal ob mit Axwell und Ingrosso, der schwedische Hausmafia oder Solo. Einer seiner ersten Knaller war die 2005 erschienene Single Feel the Vibe. Hier für euch also nochmal die Hausbombe schlechthin, Axwell mit Feel the Vibe. Tschüssikowski heißt aber wieder an dieser Stelle. Das war Clubsound TV auch für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Wenn ja, einfach mal grünen Daumen, Kommentar. Ihr kennt das alles, wisst das ja. Muss ich nicht wiederholen. Singen kann ich auch nicht. Scheißegal. Ja, hier nochmal die aktuellen Clubsound-CDs für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche zu einem kleinen Spezial. Was genau erwartet ihr, erfahrt ihr nächste Woche? Ich kann nur so viel versprechen, es wird witzig. Ich würde sagen, ja, ich wünsche euch schönes Wochenende und Chris. Tschüss, ne? Haut rein. Tschüss.